Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Trails 2 Second Edition. Bei diesem Spiel muss man mit einem Motorrad verschiedene Hindernisse überqueren. Okay, vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt, aber es ist eigentlich so Stuntfahren und so. Ja, und das ist jetzt erstmal das Tutorial. Nicht so anspruchsvoll, aber ich fange jetzt einfach mal damit an. Damit seht ihr auch dann die Grundzüge, was man für dieses Spiel können muss. Hui, jetzt haben wir einen Sprung geschafft. Das war gerade ein Checkpoint. Noch ein Checkpoint. Und das hier. Joa, dieses Spiel habe ich seit, ich glaube 2 Jahren oder so, und da ich jetzt auf der Suche war nach einem Let's Play, was man denn machen könnte, bin ich halt darauf gestoßen. Ah, und natürlich, ich verliere auch ein Tutorial, ist halt so. Ja, und eigentlich wollte ich ja jetzt mit Duke Nukem anfangen, hab's mir auch gekauft, nur leider, ich habe jetzt 4-mal wirklich einen Anfang gemacht und 4-mal gab es irgendwelche Probleme mit dem Ton, also sei es und das Motorrad fliegt weg, also sei es irgendwie, dass die Tonspur verzogen ist, dass das Mikro verzerrt ist und was weiß ich, was da alles gab. Ja, und deswegen werde ich jetzt die Aufgabe an Syntix abgeben, davon einen Let's Play zu machen. Und ja, am 26. Juni, meine ich, kommt 4.3 raus. Und ich denke mal, dann werde ich dazu dann das nächste richtig große, also größere Projekt machen. Los, fahr zurück. Ja, so viel gibt es erstmal dazu. Jetzt fahr zurück, los! Los! So. Ein bisschen nach vorne lehnen und. So. Jetzt war ich schon im Tutorial. Ach, verdammt. Gut, noch ein Versuch. Jetzt fahr zurück, du komischer Mann, du. Deiner komischen La. Los. Hopp. Los, hoch. Ja. Okay, das. Hui, und das haben wir auch geschafft. Ans Konskisches. Unsanft ist er gelandet. Hep. Komm. Ein Rückwärtssalto. Und. Ach ja. Na, natürlich, es konnte nicht klappen. Aber den Jackpot haben wir jetzt mal mitgenommen. Und da ist auch schon das Ziel. Will das Motorrad nicht wieder toll abheben? Schade. Tutorial 5. Jetzt ist das 6. Vielleicht sollte ich auch darauf hinweisen, es gibt auch verschiedene Kameramods. Ich könnte es auch mal so spielen, direkt. Oder Static. Und ich schaff's einfach nicht, oder das Bike. Ne. Los! Und jetzt schaffe ich den Sprung trotzdem nicht. Ich komme irgendwie auf die Sicht nicht so ganz klar. Dritte Person. Ist eigentlich dasselbe wie gerade. Oder. Oh Gott, das wird nicht gut gehen. Ja, wie gesagt. Oder so. Hey! Na, das klappt auch noch nicht. Und fly by, was ist das? Ist auch nicht wirklich sinnvoll. Oder halt die
Okay, wieder zurück auf Action. Action, so. Ja, jetzt scheitern wir gerade, glaube ich, am Tutorial. Los, hoch mit dir! Das gibt's nicht. Komm, das ist das Tutorial, da kann man doch nicht... So, noch zurückrollen. Man kann doch nicht von ihm Tutorial verlieren. Let's Play Tutorial. Besteht aus 10 Parts. 5 davon ist dieses Level. Und ja, nicht fallen, nicht bloß. So. Ja, das war ein souveräner Start, würde ich sagen. Ja, ich finde es bestimmt toll, die Geräusche, die ich dabei noch mache, zu hören. Das muss wahrscheinlich sehr. Oh, wunderschön beendet das Ganze. Außer, dass er jetzt so auf dem Boden ein bisschen aufgelandet ist. Bla bla. Jump-Techniken. Hep. Schade. Hep. Nein. Und hep. Nein. Los! Ach komm, geh doch mal in dein Zielflagge da. Super. Ich dachte, wir mussten wirklich hier unten weiter. Gut, nochmal. Schlecht. Ich glaube, ich nehme dafür nochmal hier ein bisschen Anlauf. So. Anfahrt nehme ich da. Hep. Ja. Das haben wir auch gelöst. Und war das jetzt das Tutorial oder? Aua. Nein. Schade. Das haben wir auch gemeistert, würde ich sagen. Easy 1, Construction Work. Auf zur nächsten. Ich weiß gar nicht, ob ich es jemals durchgespielt hatte. Weil doch das ist ja eigentlich relativ einfach. Okay, vielleicht nicht unbedingt so, wie ich es mache, aber... Eigentlich ist es nicht wirklich schwer. Was macht er? Okay, erst nochmal. Aber wenn es dann so auf hart zugeht, dann wird es schon tricky zum Teil. Es sind auch bestimmt manche Stellen, habe ich dann glaube ich damals gehabt, wo man wirklich so 20 Minuten oder so dran saß, meine ich. Na gut, damals war ich auch ein bisschen kleiner und jünger und so. Ach ja. Ja, das war so geplant. Wenn ich auch landen würde, wäre das schön. Das ist, glaube ich, immer dieselbe Halle hier. So eine Endloshalle. Ich meine, wer baut das denn alles auf für den? Mann, wieso klappt das denn nie? Das war Absicht.
pure Absicht. Nein, es klappt nie. Es wird auch, glaube ich, nie klappen irgendwie. Und aber auch das Ziel, und er bremst sehr elegant, würde ich sagen. Auf zum nächsten. Hep, hep. Na, nicht so viel. Das ist wie beim Auto und dem Anfahrgas. Man darf nie zu viel geben, weil sonst ist das einfach doof. Oh, diesmal hat der Vorwärtsteil für diesmal so geklappt. Und ein Looping. Hui. Hallo, Looping. Und. Aua. Oh, das tut weh. Ich schätze aber ein bisschen an. Hep. Ich glaube, ihr könnt auch Stuntman oder sowas werden. Bones. Broken 20. Das geht auch noch. Muss ich den eigentlich machen, den Looping? Ah, ich schätze mal so, ist ja. Hep. Ja. Geschafft. Puh. Hey, wir haben den Jackpoint erreicht. Da waren auch einfach 4 Jackpoints. Ist egal. Play next. Hep, na, bremsen. Zurück und los durch die brennenden Holzbarrieren. Doch, mach den Seite. Mach, wie du meinst. Kann ich eigentlich auch? Sekunde. Ja, fahr dich wieder fest. Gucken, ob ich da unten lang fahren kann. Ist natürlich einfacher als diese Holzbarrieren da. Na, ich glaube, das dauert länger, da unten runterzukommen, als das wirklich hier zu machen. Oder? Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder hier oben. Wir müssen da oben anhalten, denke ich. Dementsprechend. Hep. Na, wir müssen eigentlich oben noch Gas geben. Soll ich das jetzt gerade als Können oder als Glück bezeichnen? Sucht euch was aus. Wie viel Level hat eigentlich so eine Schwierigkeitsstufe? Man weiß es nicht. 42 wahrscheinlich. Ist ja sowieso die Antwort auf alles. Und noch geschafft. Driver is dead. Every bone broken. Aha. Also die 100 Meter fallen ist nicht schlimm, aber wenn er bloß einmal gegen eine Leiter fliegt, das ist schon Todesurteil fast. Wird er gevierteilt. Das durch eine Sprosse. Ob das überhaupt geht? Ein Fall für Galileo Mystery. Nein, du... Ach, ja, dadurch ist er auch nicht tot. Durch so einen riesigen Holzbalken. Nur durch so eine Leiter. Ich muss mal gucken, ob meine Leiter überhaupt im Waffenschrank liegt. Gefährlich wie die Dinger. Komm. Bam! Das musste jetzt noch sein für das Ende. The Grill Fantasy. Was haben wir hier? Hep.